Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich dir jetzt dann, wenn du eine österreichische Schülerin oder Schüler bist und an einer Bundesschule zur Schule gehst, wie du dein Office-Paket herunterladen kannst. Was ist der Hintergrund? Das österreichische Bildungsministerium hat allen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften, die an sogenannten Bundesschulen sind, die Möglichkeit gegeben, Microsoft Office gratis zu verwenden. Das ist dann, was ist darunter gemeint, das ist dann Office 365 mit Word, Excel, PowerPoint und so weiter. Und das kannst du dann, wenn du die Zugangscodes und den Benutzernamen von deiner Schule erhalten hast, kannst du das Office-Paket dann verwenden. Und wie kannst du das machen? Wie kannst du dieses Office-Paket herunterladen? Da gehst du zu der Webseite www.office.com und dann schaut das ungefähr so aus, aber in der Regel wird es dann so ausschauen, dass immer Anmelden steht, entweder hier oder hier. Du klickst dann auf Anmelden und wirst dann gefragt werden nach deiner E-Mail-Adresse. Damit ist nicht dann deine private E-Mail-Adresse gemeint, sondern damit ist dann jener Benutzername, jene E-Mail-Adresse der Schule gemeint, die dir gegeben wurde. Das heißt, du bekommst von der Schule einen Benutzernamen, die schaut aus wie eine E-Mail-Adresse und ein Kennwort. Und ich gebe jetzt einmal den Benutzernamen ein, den ich jetzt hier habe. Den werde ich natürlich aus Sicherheitsgründen dann ausblenden. Jetzt habe ich meinen Benutzernamen eingegeben, gehe auf Weiter. Werde dann hier nach dem Kennwort gefragt. Jetzt habe ich mein Kennwort eingegeben und kann mich dann anmelden. Wenn du dich das allererste Mal anmeldest, wird es bei dir am Bildschirm so ausschauen, dass dich dann Microsoft vielleicht danach fragt, dass du dich verifizieren sollst, das heißt, dass du bestätigen sollst, dass du das dann wirklich bist. Und du wirst da zum Beispiel dann gefragt werden, dass deine Telefonnummer eingegeben werden soll. Warum passiert das? Weil dir dann nämlich, wenn du das gemacht hast, dann eine SMS geschickt wird. Und in der SMS steht dann so ein Bestätigungscode, also eine Zahlenfolge, Buchstabenfolge. Die schaust dann auf deinem Handy nach oder auf dem Handy deiner Eltern, je nachdem welche Telefonnummer du eingegeben hast, und gibst dann diesen Code dort ein. Und damit kann dann Microsoft dir helfen, falls du dein Passwort vergessen haben solltest, dass sie dir dann ein neues zuschicken können. Ja, das muss ich jetzt aber nicht machen, weil ich das schon mal gemacht habe, und klicke auf Anmelden. Komm dann hinein zu office.com und bei mir schaut es dann ungefähr so aus, dass ich diese Oberfläche hier habe und klicke dann hier heroben, rechts oben auf Office installieren. Da geht es am Pfeil herunter, da klicke ich drauf. Dann habe ich hier mehrere Möglichkeiten und ich wähle mir gleich hier diesen ersten Eintrag, der passt in der Regel für alle, Office 365-Apps, klicke drauf und es wird mir hier eine Datei angeboten, die ich herunterladen kann. Und hier ist dann eine Anleitung, da steht dann, dass man dieses Fenster hier jetzt einmal momentan nicht schließen sollte und dass ich diese Datei jetzt hier speichern sollte. Ich klicke mal auf Datei speichern. Er bietet mir dann einen Ordner an, in dem ich speichern sollte. Wichtig ist, dass diesen Ordner, wo du die Datei speicherst, auch da merkst, denn mit dieser Datei wirst du das Programm dann auch installieren können. Ich klicke auf Speichern. Es wird jetzt heruntergeladen, ist schon heruntergeladen. Ich gehe jetzt in den Ordner, den ich diese Datei heruntergeladen habe. Da habe ich jetzt diese Datei, bei mir schaut das jetzt einmal so aus. Und dann nimmt man rechte Maustaste unter Windows 10, du kannst das auch für Mac machen und wählst dann als Administrator ausführen. Und dann funktioniert alles im Prinzip automatisch. Die Daten werden heruntergeladen, nämlich die Programme werden heruntergeladen. Es kann je nach Internetgeschwindigkeit, die du bei dir zu Hause hast, kann das länger oder kürzer dauern. Und schon landet bei dir Office 365 auf deinem Computer. Ich hoffe, diese kurze Anleitung hat dir geholfen, das Office-Paket, das du vom Bildungsministerium zur Verfügung gestellt bekommst, dieses Office 365 von Microsoft, zu installieren. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder beim nächsten Video.